Freunde, hier ist wieder der Jan vom Gesundheitsministerium, Referat für Blitzideen. Jetzt kommt doch der Jens Spahn zu uns und gab uns den Auftrag, die neueste Blitzidee propagandamäßig aufzubereiten. Ne? Zweitimpfung für unter 60-Jährige mit BioNTech oder Moderna, wenn sie mit AstraZeneca erst geimpft sind. Diese Empfehlung der STIKO haut mich aber jetzt voll aus den Latschen. Da sollen die Leute mit zwei völlig unterschiedlichen Corona-Impfstoffen geimpft werden, obwohl dazu keine verlässlichen Klinikstudien vorliegen. Ich kann als Propagandameldung dazu nur laut sagen, unverantwortlich. Da wollen die Impfkommission und der Spahn die Leute als Versuchstiere missbrauchen. Das ist mir ethisch voll zuwider. Und die WHO, die Weltgesundheitsministerin, redet mit wegen fehlender Studien von der Kreuzimpfung völlig ab. Wollen Sie Ihr Auto zuerst mit Diesel und dann noch mit Super betanken? Ich sicher nicht. Jens, steck dir mal diese Blitzidee in dein Allerwertesten. Für wie dumm halten die uns überhaupt? Leute, es reicht.